Wir starten eine neue Aufzeichnungsstaffel auf Twitch bei WBs Junger Herde und ihr seid hier auf YouTube bei unserem Writing Bull. Ich bin Matsuman, wir zocken Civ 6 im Hintergrund zu sehen. Und ich fange mal an, liebe Leute, mit einer kleinen Botschaft. Ich habe mir so große Pläne mit euch gemeinsam gemacht. So große Pläne, was ganz Verrücktes zu tun. Einen nicht-militärischen Herrschaftssieg mit unseren Kultisten, die wir hier schon in Flamelshafen produziert haben, nach Agra schon hingeschickt haben, die hier quasi warten, können alle noch viele Ladungen ausgeben, um hier die Loyalität zu senken. Und so war die Idee, mit diesen mächtigen Glaubenserträgen, die wir haben, jede Menge Kultisten uns zu holen, dann hier die Einfallstore in die anderen Städte zu bekommen, in die anderen Reiche, dort die Loyalität auf Null zu senken. Stadt rebelliert, wir nehmen diese Stadt dann mit vielleicht militärisch ein, bauen vielleicht noch eine eigene Stadt in der Nähe und dann lassen wir die weiteren Städte flippen, sodass die nach und nach zu uns gehören, inklusive der Hauptstadt. Tja, was soll ich sagen, Leute? So schön dieser Plan war, er funktioniert nicht. Er funktioniert seit dem letzten Update von Civ 6 nicht mehr. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, eingelesen und wir können uns quasi auf, ja, ich weiß nicht, wir können uns in den Hintern beißen, es wird trotzdem nicht funktionieren. Wir können die Loyalität auf Null senken, aber wir werden dadurch, dass wir die Stadt auf einer Null-Loyalität gesenkt haben, die Stadt nicht zum Flippen bringen. Solange die Stadt immer noch ein bisschen, ein ganz klein bisschen im Plus ist, hier gerade 24, aber solange das 0,1 ist, wird zum runden Beginn das wieder oben drauf gerechnet. Damit hat die Stadt einen niedrigen Loyalitätswert. Sie ist auch weniger produktiv, aber sie wird nicht flippen. Das gleiche gilt übrigens auch, das war meine zweite Idee, mit den Rockbands. Auch mit den Rockbands gibt es eine Beförderung, das ist die Indie-Beförderung. Auch dort kann man, glaube ich, 20 Loyalität abziehen oder sogar mehr. Vielleicht waren es sogar 40. Aber auch dort schafft man es nicht, die Städte zum Flippen zu bringen. Es sei denn, wie gesagt, wir würden schon so viel Druck von unserer Seite aus aufbauen oder von anderen Civs, dass die Stadt flippt. Das bedeutet aber aus meiner Sicht auch, dass diese Kultisten, deren Hauptzweck es ja ist, hier die Loyalität zu senken, eigentlich ziemlich abgewertet werden. Finde ich zumindest. Das ist ja die Beförderung Lobgesang. Ja, wir können nachher Relikte erzeugen. Mit diesen Relikten bekommen wir mundlichen Glaubensertrag. Der sorgt wiederum dafür, dass wir mehr Wissenschaft, Kultur und Gold pro Runde bekommen. Das Ganze wird noch gesteigert nachher durch die Symphonie im Atomzeitalter. Beim Abschluss wird der Loyalitätsschaden der Kultisten erhöht. Ja, ich weiß nicht, Leute. Ist nicht mehr ganz so attraktiv, muss ich sagen, dadurch diese Geheimgesellschaft, finde ich. Also sie ist gut für uns, wenn man hohe Glaubenserträge hat. Ich glaube schon, dass das die richtige Wahl war. Aber was können wir mit den Kultisten anstellen? Bisschen wenig. Deshalb müssen wir uns einen neuen Plan machen. Neuer Plan. Was haben wir noch für Siegvarianten? Also ich sag mal, Herrschaftssieg ist unwahrscheinlich, dass wir das Ganze jetzt machen werden. Wir haben noch Wissenschaft, Kultur, Religion und Diplomatie-Sieg und einen Punkt-Sieg hätten wir theoretisch auch noch. Da sind wir momentan auf dem zweiten Platz, aber wir müssten 500 Runden spielen, haben noch nicht mal mehr die Hälfte geschafft. Weiß ich nicht, ob wir uns das antun wollen. Religionssieg habe ich ausgeschlossen. Erscheint mir irgendwie zu trivial. Mit einer Civ, die hohe Glaubenserträge hat, kann man natürlich einen perfekten Religionssieg sich holen, aber will ich irgendwie nicht machen. Da bleiben uns noch Wissenschaftssieg, Kultursieg oder Diplomatiesieg. Für den Diplomatiesieg haben wir uns eigentlich nicht wirklich gut aufgestellt. Mit anderen Worten, Wissenschaftssieg oder Kultursieg. Beim Wissenschaftssieg sieht das Ganze so aus, dass hier die KI schon ein bisschen weiter ist. Die hat schon Raketentechnik zum großen Teil erforscht, baut auch schon Raumhäfen. Beim kulturellen Sieg, den kann ich mir noch eher vorstellen, dass wir quasi unsere mächtigen Glaubenspunkte, die müssen wir für irgendwas verwenden, dass wir die dafür verwenden, Rockbands en masse zu bauen, dass wir Naturforscher uns holen, dass wir versuchen, vielleicht hier im Norden und in anderen Gebieten schön Nationalparks zu errichten, dass wir das maximieren, was wir haben bei den Monopolen und bei den Korporationen. Da bekommen wir nämlich
einen Tourismusbonus, aber basierend auf der Anzahl an kontrollierten Ressourcen vervielfacht durch die Anzahl an fremden Zivilisationen, die ein Vorkommen der monopolisierten Ressource nicht kontrollieren. Mit anderen Worten, wenn wir wirklich ein Monopol zu 100% besitzen, sorgt das für massive Vorteile. Das schauen wir uns auch mal an. Wir können noch Gewürze, können wir auch ein Monopol für uns bekommen. Baumwolle und Salz können wir auch noch Monopole für uns bekommen. Und wir haben schon ein Monopol zu 100% bei Trüffel. Und wenn wir jetzt mal bei unserem Nachbarn gucken gehen, bei Kyros, wie das dann hier so berechnet wird mit dem Tourismus, dann sehen wir, dass wir 45% Bonus bekommen durch Luxusgutmonopole. Das finde ich schon ganz mächtig. Und stellt euch mal vor, wir sorgen dafür, dass wir noch mehr Monopole bekommen. Wir wollen uns einen Siedler holen, der dann hier nach oben hingeht. Ich weiß gar nicht, haben wir einen Siedler uns schon beim letzten Mal geholt? Ist der schon auf dem Weg? Oder ist er noch nicht auf dem Weg? Hier haben wir Magnus in der Stadt. Der hat noch nicht die Vorsorge. Vielleicht sollten wir ihm erstmal die Vorsorge geben mit einem nächsten Gouverneurstitel. Und dann sorgen wir mal dafür, dass wir uns einen Siedler kaufen und den mal nach oben ziehen. Und dann machen wir weiter. Ja, so viel zu den Ideen. Nächste Runde können wir dann Kooperationen gründen, sollten das auch machen. Und bauen vielleicht auch noch einen Big Bang. Moin, ein Crazy Orb. So, wir können ja Schokolade ausgeben und 20 Kohle. Das ist fast unser gesamtes Vorkommen an den Japaner für ein bisschen Gold. Ja, so ein Literaturwerk könnten wir uns durchaus gönnen. Offene Grenzen finde ich jetzt nicht so spannend. Gib uns mal lieber ein bisschen mehr Gold. Dann einmalig die Kohle. Also ist jetzt nicht überragend, ne? Dafür, dass wir so ein lecker Luxusgut bekommen. Ein großes Werk. Masnavi. Aber gibt es Tourismus? Wir haben gerade gesagt, wir wollen uns ein bisschen in Richtung Tourismus entwickeln. Ich glaube, das machen wir auch. Was sollen wir mit der Kohle? Da haben wir noch gar keinen richtigen Zweck für. Denn wir haben zwar... unsere Industriegebiete, aber ich glaube, wir haben noch keine Kohlekraftwerke uns gegönnt. Wir gucken uns das gleich nochmal genauer mit der Allianz an. Hier werden wir beschossen. Ja, von einem Highlander. Es ist ein wunderschönes und wichtiges Monument und ein internationaler, interkultureller Schatz. Bis es von beiden Religionen harmonisch genutzt werden kann, was eine grandiose Idee wäre, sollte es ein säkuläres Gebäude bleiben, das beide Religionen ehrt, die zu seiner Schönheit beigetragen haben. Das finde ich allerdings auch. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Wir können jetzt einmal zusätzlich Religion verbreiten mit unseren Missionaren und Aposteln. Ja, ist jetzt werden wir wahrscheinlich nicht so häufig verwenden. Aber es ist schön, dass wir es haben. Das Wunder boostet den Theaterplatz hier nebenan, bringt auch selbst nochmal ein bisschen... Ich glaube, Glauben bringt das noch. Gucken wir uns nochmal an. Aber erstmal nochmal den Film gucken für die Hagia Sophia. Es ist ein wunderschönes und wichtiges Monument und ein internationaler, interkultureller Schatz. Bis es von beiden Religionen harmonisch genutzt werden kann, was eine grandiose Idee wäre, sollte es ein säkuläres Gebäude bleiben, das beide Religionen ehrt, die zu seiner Schönheit beigetragen haben. So. Du und ich, wir fahren mit dem Auto oder mit der Bahn, aber Wirtschaftsexperten reisen mit der Infrastruktur. So, jetzt können wir ganz wichtig, neues Feature für uns im Spielmodus mit den Monopolen und Kooperationen. Letztere können wir jetzt gründen und die sorgen dann dafür, dass wir tatsächlich große Werke, also Produkte erzeugen können und den lokalen Bonus in andere Städte mit entweder Seehafen oder mit Börsen tragen können. Das finde ich sehr cool. Big Ben, Weltwunder, haben wir schon Auge drauf geworfen. Mal gucken, ob wir das bauen wollen. So. Wir hatten uns auch schon überlegt, dass mit das Wichtigste für uns wahrscheinlich die Bernstein vorkommen wären, weil wir damit nochmal 25% Glaubensertrag uns holen können. Deshalb schicken wir mal
unseren großen Händler, den braucht man zum Gründen, von diesen Korporationen, schicken wir mal hier runter. Ich wollte den hier verschieben, um Platz zu machen. Weg da! Hier hin und dann kann der nächste Runde hier draußen drauf eine Kooperation gründen. Wir brauchen noch mehr große Händler. Hier haben wir noch einen, der könnte die nächste Kooperation gründen. Mehr Produktion für Gebäude ist nicht so gut, aber vielleicht ja Kakao. Ja, das ist für uns super. Mehr Wachstum und mehr Wohnraum am jeweiligen Standort können wir boosten. Ich glaube, das sollten wir auch jetzt sofort mal machen, oder? Hier vor Ort wird es natürlich eine mächtige Stadt. Schokoschwemme, noch mehr Wohnraum. 40% Wachstum, 6%, 6 Wohnraum und dann nochmal hier die ründlichen Erträge obendrauf. Wird der Hammer werden. Wir gründen mal unsere erste Kooperation und wir brauchen einen Namen für unsere Kooperation. Kann ich jetzt schon mal verraten. So, was haben wir denn hier? Leertech-Kakao-Unternehmung. Mal, klingt nicht so. Klingt jetzt nicht so cool. Ich sag mal, Imperial-Kakao-Kombinat. Naja. Das finde ich lustig. Crema und Klein. Kakao-Kombinat. Bademeister Schoki. Schlägt der Chat vor. Crema und Klein Kakaokombinat. Ach, ich finde das so schön. Big Schoko wäre auch gut. Ihr dürft euch gerne schon mal. Wisst ihr was, Leute? Hier habe ich jetzt ja mal ein bisschen mich durchgesetzt. Gar nicht so wirklich euch die Zeit gegeben, euch hier Vorschläge machen zu lassen. Aber ich schlage euch einen Deal vor. Hier hat Matze gesagt, was Matze für einen Namen gerne hätte. Und hier haben wir ja noch eine Runde Zeit für die Bernsteinindustrie in Flamelshaven. Ja? Schlagt gerne mal im Chat jetzt die Namen hier schon für diese Bernsteinindustrie vor. Dann kann ich das beim nächsten Mal für euch mit umsetzen. Währenddessen gucken wir uns an, was Crema und Klein Kakao Kombinat hier bietet. Schaut mal. 12 Produktion, das ist der Hammer. 6 Nahrung, 6 Gold hier vor Ort. Coole Geländeerträge. Und jetzt haben wir hier tatsächlich die Möglichkeit, 7 Runden lang ein neues Produkt zu entwickeln. Dann wollen wir mal weiter gucken. Wirtschaftswesen erforscht, haben wir gerade festgestellt. Sofort genutzt. Wir könnten mal Richtung Stahl gehen. Dann bekommen unsere Sägewerke mehr Modernisierung. Wir können keine Mauern mehr bauen. Sollten wir uns dann vielleicht nochmal mit Glauben kaufen bis dahin. Kohlekraftwerk bauen wir bestimmt. Ballistik. Ballistik. War nicht irgendwas mit Ballistik, das wir hier an Aufträgen hatten bei den Stadtstaaten? Großer Künstler, Handelsweg, großer Künstler, Heurika Ballistik. Zwei Gesandte. Da müssten wir uns in Angkor Wat einen Militärpionier für gönnen. Ja, und dann vielleicht an zwei Stellen. Einfach mal so eine Festung bauen. Für zwei Gesandte fände ich das schon fast okay. Wie lange braucht er denn? Zwei Runden. Ja, das können wir machen. Dann stellen wir die Ballistik mal nach hinten an. Hoppsala. Und gehen mal richtig Chemie in Richtung Chemie. Dann können wir auch Gebirgstunnel bauen und Forschungslabore. Finde ich auch gut. Dann haben wir als nächstes noch eine Produktion zu wählen in Tanzender Talisman. Endlich Aquädukt da. Das sorgt dafür, dass wir jetzt auch noch mehr Glauben bekommen hier. Unsere Spezialfähigkeit als Khmer. Ja, und Big Bang wäre schon echt cool. Campus. Campus, Campus, Campus. Also wir haben ja gesagt, dass wir vielleicht auch Schutzgebiete bauen wollen. Das ginge hier sehr gut oder wahlweise hier sehr gut. Dann könnten wir hier aber keinen Campus errichten. Der bringt uns momentan noch Produktion. Deshalb
Weil wir ein goldenes Zeitalter haben. Finden wir einen anderen Platz für einen coolen Campus? Hier plus 2. Das ist jetzt nicht so viel. Theoretisch boostbar könnte man hier einen Bezirk hinbauen. Wir könnten den Campus hier hinsetzen und hier den Nationalpark bauen. Das ginge auch. Da würde dann dieses Dreier coole Hügelgeländefeld kaputt gehen. Die Stadt hat so 59 Produktion und ist im Stadtranking wo? Ist 59 eher gut oder schlecht? Auf dem vierten Platz. Kriegen wir die Produktion anderweitig irgendwo her? Ich meine, wir könnten hier eine Mine draufbauen. Ja, kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Hier wollen wir auf jeden Fall einen Theaterplatz bauen, das stimmt, haben wir uns schon überlegt. Gibt uns auch plus 6. Da müssen wir allerdings erstmal warten, bis wir einen Archäologen haben. Warum haben wir eigentlich keinen Handwerker hier? Ah, wir wollen auch das Kolosseum errichten. Wollten wir das denn von Tanzender Talisman ausbauen? Können wir das von hier aus bauen? Der Unterhaltungskomplex gehört zu welcher Stadt? Wo steht es? Schokoschwemme. Dann geht das von hier aus nicht. Petra haben wir abgeschrieben. Noch ein Handwerker vielleicht. Handwerkerkarte gerade nicht drin. Bald auch Probleme mit Wohnraum. Ein Handelszentrum brauchen wir in dieser Stadt übrigens auch noch. Wo würde das denn hinkommen? Ja, vielleicht hierhin. Wir brauchen ein Handelszentrum, damit wir hier auch Produkte ausstellen können oder einen Hafen. Anders geht das nicht. Schwierige Frage. Hi, Old Jimmy. Schwierige Frage. Ich überspringe das einfach mal und wir gehen mal weiter gucken, während ich mir noch ein paar Gedanken mache, was wir dort bauen wollen. Und guck mal, was hier im Chat so schreibt dazu. Zu den Gedankengängen. Jetzt sind wir wieder hier. Ich wollte das überspringen. Weg da. Weg da, weg da. Hier noch ein Speer. Der pausiert mal. Ja, der sollte hier rüberziehen und sich dieses Stammesdorf schnappen, das nicht mehr da ist. Das ist sehr traurig. Dann kann der hier mal weiter erkunden gehen bei Kleopatra. Wie das hier so aussieht. Hier werden wir angegriffen. Haben wir Sindbad noch irgendwo? Irgendwo hier unten ist doch Sindbad. Du hast hier viel aufgedeckt. Vielleicht schicken wir dich mal nach oben. 12 Runden hast du noch Zeit, um tatsächlich das Barbarencamp mal zu entfernen. Hier ziehen wir uns mal einen Schritt zurück und feuern mal drauf. So, die haben eine Kampfstärke von 56. Können nochmal drauf feuern. Der sollte dann eigentlich ganz gut sich dem erwehren können. Der setzt mal eine Runde aus. Noch ein Handwerker. Den haben wir uns überlegt, vielleicht hier nach unten zu schicken. Hat, glaube ich, gerodet in der letzten Runde. Hier brauchen wir den aktuell auch nicht. Vielleicht hier oben, um dann nochmal was anzuschließen. Aber wir können ihn erstmal rüberschicken, hier in die Stadt. Wo wir immer noch was bauen müssen. Hier haben wir noch einen Handwerker. Hier können wir schon mal das Ganze entfernen für das Kolosseum. Einmal 357 Gold.
Und das gehört auch zu Magnus, glaube ich. Deshalb kriegen wir sogar noch ein bisschen mehr on top, als es normalerweise der Fall wäre. Das hat sich gelohnt. Okay, dann noch ein Handwerker. Da könnten wir hier drüben einmal ein Sägewerk hinsetzen. Und was machen wir hier ja mit dem Kultisten? Die schieben wir natürlich, also die gehen natürlich jetzt noch trotzdem nach unten. Kriegen wir das denn irgendwie hin, realistisch diese Stadt flippen zu lassen? Bei plus 24 ohne Gouverneur, das ist ja der Hammer. Hier sind es plus 23. Die haben auch sonstige Loyalitätseffekte, die noch helfen. Und sie sind gerade in einem normalen Zeitalter. Wir sind in einem goldenen. Also wenn die jetzt nicht gerade in ein dunkles Zeitalter kommen, wir sollten ja weiterhin ein goldenes erreichen können, dann ja, können wir die nur nutzen, um unsere begrenzten Kapazitäten mit Relikten aufzufüllen. Das ist auch nicht schlecht, denn wir sind in Candy Suzerain. Das bedeutet, unsere Relikte produzieren 50% mehr Glauben pro Runde. Und unsere ründlichen Glaubenserträge wiederum sind ja wichtig, was wir an Kultur, Wissenschaft und Gold on top bekommen. Das ist ein bisschen schwierig. Hier wollten wir einmal roden, weil wir hier auch ein Weltwunder bauen wollen. Ich erinnere mich. Wir roden mal für den Militärpionier. Der ist auch nächste Runde fertig. Und dann wollen wir hier das Mausoleum von Halikarnassos hinsetzen. Der Kultist kann mal wieder zurückziehen. Da Nihang wollten wir uns auch angucken. Da müssen wir allerdings nochmal. Ja, den können wir mal nach oben hier hinziehen. Vielleicht an diesem Barbarencamp ein bisschen trainieren lassen. 11 Runden ist lange. Wir wollten noch irgendwo ein weiteres Lager bauen mit einer Waffenkammer, damit er auch nochmal einen Kampfvorteil bekommt. So, jetzt was bauen wir hier? Wir schauen uns nochmal die Anziehungskraft an, wo wir hier Nationalparks errichten können. Ansonsten sieht das hier ziemlich dünn aus. Also wir wollen hier noch einen Theaterplatz bauen, wir wollen ein Schutzgebiet bauen, wir wollen einen Forschungscampus bauen, wir wollen ein Handelszentrum bauen. Ziemlich viel noch vor uns. Hier könnten wir es vielleicht schaffen. Hier möglicherweise auch. Hier im Norden, denke ich mir, werden wir Siedler hinbringen. Hier werden wir einen Siedler hinbringen. Mal, hier werden wir das Gewürzgut lieber anschließen. Ich glaube, Nationalparks haben wir vielleicht nicht so drauf. Hier vielleicht ein Seebad. Mal, auch nicht. Hügelig. Ja, schwer. Hier könnten wir ein Seebad, denke ich mir, drauf errichten. Ich glaube, es geht nicht auf Hügeln, ne? Ansonsten wäre das hier schon cool für eine National, für einen Nationalpark. Aber es muss auch nicht. Ist kein Zwang. Wie viele Bezirke können wir noch bauen? Aber wir können auch noch relativ viele bauen. Wir könnten hier mit dem Theaterplatz anfangen, den hier hinzubauen. Kolosseum wird nicht gehen. Ich glaube, ihr im Chat habt gerade gesagt, hey, hol dir das Geländefeld dazu, kannst auch jetzt schon das Kolosseum bauen. Ich glaube, das muss zur selben Stadt gehören. Wir prüfen das mal. Ist nicht baubar, weil hier keine Arena drin ist. Die könnten wir uns aber mal kaufen. Wir testen das mal. Ah, es ist eine Arena drin. Und von hier aus wäre das dann, denke ich mir, auch baubar, ne? Jetzt haben wir das Geländefeld gerade geklaut. Geben wir mal wieder zurück. Können wir das jetzt bauen, das Kolosseum? Ja, jetzt ist es hier baubar. Wir können auch Big Ben bauen. Hier unten hin. Ja, wisst ihr was? Das kann ich mir sogar vorstellen.
dass wir auf ein der beiden Felder Big Bang hinbauen. Von Schokoschwämme aus. Das dauert 15 Runden. Wir lassen mal die Fabrik noch weiter entstehen. Ich glaube, das hier ist auch kein... Das ist auch kein Schwemmland. Insofern würde das da hinpassen. Könnte hierhin oder hierhin gehen. Schauen wir uns in 3 Runden an. Und... Ja, also um das jetzt mal abzukürzen... Wir wollen hier auf jeden Fall noch ein Handelszentrum hinsetzen. Das ist sinnvoll, denke ich, hier. Wir gucken nochmal, ob es irgendwo besser wäre. Hier vorne plus 3. Nicht wirklich. Dann können wir hier den Wald das alles auch mal weiter verwenden. Ja, das finde ich ganz gut so. Mit dem Schutzgebiet. Dann bauen wir jetzt hier als nächstes den Campus, denke ich mir, weil der uns auch noch Produktion bringt. AD, schöne, schöner Nationalpark. Müssen wir uns ein anderes Plätzchen für suchen. Hi Matze. Minibar ist offensichtlich schon in den Chat gerollt, das freut mich sehr. Hier haben wir Himiko und Himiko wollten wir, glaube ich, irgendwo hinschicken. Ja, wollten wir hier hinschicken, um das Militär auszuheben. Aber da diese Städte nicht flippen werden, lassen wir das sein. Und wir überlegen uns mal, wo wollen wir Suzeränen werden. Antananarivo kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann würden wir in allen Städten nochmal 15% on top bekommen. Durch unser Weltwunder, das wir hier gebaut haben. Kilva Kisivani. Das sorgt dafür, wenn wir in Suzeren sind, von zweimal desselben Typs, bekommen wir in allen Städten 15% on top. Bei Taruga und Forschung wird das nicht mehr klappen. Ja. Wir schicken mal die Gute nach Antananarivo. Und da kann sie dann mal mit 8 Ladungen kann sie viele Gesandte uns bringen. Was hier passiert? Weltweit erste Korporation. Ein körperloses Wesen. Die erste Korporation der Welt taucht in unserer Zivilisation aus. Kisten voller Kakao stehen bereit, um etikettiert, verpackt und verladen zu werden. Gut. Haben wir das auch geklärt und die Hagia Sophia bracht uns auch nochmal. Punkte haben jetzt schon mehr als wir brauchen für das nächste Zeitalter und müssen noch 26 Runden lang uns gedulden. Sollten jetzt nach Möglichkeit keine Zaps mehr bekommen, aber irgendwas sagt mir, dass das schwierig werden wird. So. Jetzt Persien den Krieg erklärt. Ei. Mohenjo-Daro. Sind die Japaner im Krieg jetzt mit den... Oh, Persern, ja, die sind im Krieg. Die beiden hier. Weiß gegen Lila. Hier werden unsere Linieninfanteristen beschossen. Das hat ein bisschen wehgetan. Okay. Wo sind wir nicht mehr zu zerren? In Mohenjo-Daro. Hier um die Ecke. Ach. Was wollen die haben? Großer Künstler. Na, dann bleib doch mal hier. Komm, dafür haben wir dich doch hier. Gleich mal eine Ladung. Zack. Und nächste Runde gehört er wieder zu uns. Militärpionier abgeschlossen. Jetzt haben wir gesagt, wollen wir gerne 5 Runden lang das Mausoleum hier hinbauen. Solange verzichten wir noch auf Riesenrad-Aquarium. Wollen wir uns das kaufen? Haben wir nicht das Geld für. Was machen wir mit dem Handwerker? Das sieht nach einem Reparateur aus. Wir haben auch den Staudamm immer noch nicht fertig gebaut. Vielleicht sollten wir den Staudamm auch mal dringend fertigstellen. Ich pack den schon mal rein. Wir könnten sogar mit so einem Militärpionier... Konnten wir das nicht mit Militärpionier beschleunigen?
müssen wir noch einen uns holen. Der fügt Produktion hinzu. Ich glaube 20%. Lohnt sich das? Eine Runde quasi. Wie teuer ist denn hier noch so ein Militärpionier? 680, das sind 3 Runden. Ah, ich glaube, das lohnt sich nicht ganz. Und deshalb machen wir, suchen wir uns mal als Plätzchen, wo wir eine Festung bauen wollen. Irgendwo, wo sie nicht stört. Hier vielleicht. Das ist irgendwie 4. Ring von allen Städten. Da können wir mal hier eine hinsetzen. Können sie ja auch später wieder entfernen. Mal gucken, wo wir denn die zweite hinbauen. Vielleicht hier oben. Mal gucken. Oder hier auf dem Hügel. Hauptsache, wir bekommen das Heureka. Einmal weiterschauen mit dem Speer. Entdeckst du noch was Cooles? Ein Staudamm. Okay, in Kuloba aufgedeckt, Sansibar hier um die Ecke. Sansibar wäre vielleicht auch ein cooler Stadtstaat, bringt uns nämlich Zimt- und Gewürznelken nochmal mehr Annehmlichkeiten. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und den Kampf mit den Barbaren. Wie wird es hier weitergehen, Leute? Werden wir siegreich sein oder werden wir hier abgeschlechtet von den Barbaren? Das ist die große Frage, die wir noch aufklären wollen.